Hi Leute, ja, heute wieder mit einem Haul und das ist jetzt so der Einkauf und Shopping-Ausbeute von einer etwas längeren Zeit und ich hoffe, ich habe jetzt auch alles hier aufgebaut, weil es ist wie gesagt schon ein bisschen lange her und ja, die Sachen trägt man und benutzt man und da weiß man nicht mehr so ganz genau, was man alles eigentlich in letzter Zeit gekauft hat. Das ist jetzt von Klamotten bis Kosmetik bis alles dabei, glaubt mal. Wir fangen am besten mit DM an. So, wie gesagt, ich war bei DM und hatte ja in einem Nageltutorial mal die Catrice-Lacke gezeigt, die ich mir neu gekauft hatte. Das sind diese hier. Einmal dieses Grün. Das ist die Nummer 810. Und ist so ein krass, ja, so ein Limettengrün, würde ich jetzt mal sagen. Ganz tolle Farbe. Dann habe ich die 190. Dann habe ich so einen Nagellack. Dann habe ich so einen Nagellack. 830. So einer. Und 790. Dann habe ich mir zwei neue Foundations nachgekauft, weil meins ist jetzt, ja, geht langsam aus. Und dann habe ich mir zwei Backups geholt von Catrice, die Photo Finish in 040. Ja, die habe ich mir zweimal gekauft. Und von der P2 What's Up Beach Babe LE. So ein, ja, was ist das? Ein 020 Hazelnut Puder. Aber ich benutze als Kontur. Und dann habe ich mir von Garnier Fructis das frische Volumen geholt. Das ist so ein Trockenshampoo. Könnte ich heute benutzen. ich kriege auch fettige Haare, wenn es windig ist. Das ist ganz schlimm. Also sobald es windig ist und meine Haare fliegen ein bisschen durch die Gegend, dann werden die fettig. So, und ich glaube, die Tina hat mich damit angefixt, die Fashion Attitudes. Und die meinte so, ja, das ist zwar ein bisschen teurer und so, das ist so um die 4-5 Euro kostet das. Aber das ist wirklich gut. Ich habe ja vorher immer das von Swiss Opal benutzt und war eigentlich damit, ja, zufrieden. Hat seinen Job gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Dann hatte ich mal von Schauma dieses Cotton Fresh. Das hat gar nichts. Also das ist, als ob ich mir Luft gegen den Ansatz gespült habe. Das hat gar nichts irgendwie bewirkt. Ja, und dann blieb ich halt die ganze Zeit bei Swiss Opal und sie meinte halt die ganze Zeit so, ja, das ist gut, das ist gut. Und dann dachte ich, okay, probierst du aus. Der Preis, der schreckt so ein bisschen ab, wenn man so nach dieser Dose greift. Aber es ist echt gut, muss ich sagen. Und ja, könnte ich eigentlich gleich drauf sprühen. Und es riecht gut. Es riecht angenehm. Also es riecht jetzt nicht so oder so. Und dann die Haare werden ja so ein bisschen so grau-weiß-schleierhaft mäßig. Und bei Brünetten ist es halt ein bisschen, ne, ist es halt ein bisschen schwer, wenn die Haare ein bisschen dunkler sind, halt diesen Grauschleier komplett rauszubekommen. Ohne dass man sagt, ha, ich glaube, die hat Trockenshampoo benutzt. Und damit geht das richtig, richtig gut raus, muss ich schon sagen. Und ich kämme sie mir nicht, also ich kämme dieses Trockenspray nicht raus, sondern ich mache mit so einem Handtuch halt ein bisschen meine Haare. Rotiere ich meine Haare. Dann habe ich mir online mein Shampoo nachbestellt. Und zwar mein Redken Shampoo. Das ist das All Soft Shampoo. Dieses hier. Und den Conditioner Extreme. Und da hat mir eine liebe Abonnentin einen Tipp gegeben, dass es den im Hagelshop, glaube ich, hieß das, dass es die dort auch online gibt mit einem Rabattcode und so weiter. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Und da habe ich mir tatsächlich auch, oder ich glaube wegen dem Candy Oil hat sie mir das gesagt gehabt, dass es das dort günstiger gibt. Und da habe ich direkt gesehen, oh, die haben ja alles. Und dann habe ich mir direkt die drei Sachen nachbestellt. Und ich habe mir auch das hier nachbestellt. Das ist dieses große jetzt, wovon ich die ganze Zeit geschwärmt habe, dieses kleine. Und ich habe es mir umgefüllt. Wie ihr seht, das ist ja schon komplett leer, schon fast. Und ich habe es mir in diese kleine Flasche umgefüllt, die es in der Douglas-Box gab. Denn ich finde, mit diesem großen Spray komme ich gar nicht klar. Ich weiß nicht, die Haare kommen mir so ölig vor. Also ich hatte ja gesagt, wenn man die Haare so, das Öl so ein bisschen in die Haare verteilt, dann fühlen sich die Hände auch nicht ölig an. Und ich finde, damit fühlt sich das total ölig an. Obwohl das gleiche Produkt drin ist und mit diesem kleinen Spray, ich weiß nicht, ich glaube, der Zerstäuber ist einfach anders. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach umgefüllt, aber ist ja egal.
Und die zwei Sachen habe ich mir dann noch bestellt. Ich wollte ja ein Aufgebraucht-Video machen, ja. Weil mich haben so viele gefragt, ob ich das nicht mal machen könnte und so weiter. Und ich habe gesagt, ja klar. Wenn ihr das sehen wollt, dann ne, machen wir. Ja, Telefon anrufen, ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war. Ich glaube, Shampoo und so habe ich gerade gezeigt. Ich verlinke euch auch gerne den Shop, Internetshop, unten in die Infobox. Dann hatte ich mich mit meiner Cousine getroffen und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber wenn ich was geschenkt bekomme, dann zeige ich das auch als Haul. Sie hatte mir einen Lippenstift geschenkt und den habe ich auch gerade dran. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Von MAC. Und das ist Barcelona Reds. Da. Ja, den. Und dann war ich bei Douglas in Düsseldorf. Und dann habe ich von LA Colors so ein Lipgloss mir mitgenommen, weil ich den so krass fand von der Farbe. Und ich mag ja so bärige bis lila Töne auf den Lippen. Und yes. Wenn das mal kein Lila ist. Dann hatte ich ja von netterweise was zugeschickt bekommen zum Testen von Bijou. Das Tinted Beauty Moisturizer in der Nummer 4. Und ich habe es noch nicht benutzt, aber ich habe es aufgemacht und mal ein bisschen rumgeswatcht. Das ist so. Und es fühlt sich ein bisschen an wie Gel. Also es lässt sich sehr, sehr geil verteilen. Und ja. Und von Bijou den Hydra Star Volume Lipstick. Und es ist ein Knallrot, aber es ist ein geiles Rot. Das ist so ein Rot. Ist sehr, sehr hübsch. Und ja, die gucke ich mal, wie die so sind. Und danke fürs Zuschicken auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Dann war ich bei. Womit fangen wir jetzt an? Bei H&M war ich noch. Ich hatte so einen Gutschein von meinem Bruder noch, von meinem Geburtstag noch. Und da hatte ich mir im Sale diese Schuhe gekauft, so zum Rumlatschen. Die sind jetzt nicht wunderschön, aber sie waren günstig. Von 9,95 waren die auf 5 Euro. Und ja, das sind so solche. Ja, die kennt man eigentlich aus dem Urlaub, ne? So total so Summer-Feeling, Strand. Und ja, dann habe ich mir die auf jeden Fall mitgenommen. Und dann habe ich mir noch welche mitgenommen. Und ich weiß, dass es nicht jedermanns Sache ist, wenn ich die jetzt zeige. So, das sind diese hier. Oh mein Gott, sind die hässlich! Ja, das sind diese hier. Das sind so, ja, so. Also, das sind leider hart. Ich habe gedacht, boah, die sind so hart, die kann man nicht mal, ja, knicken irgendwie. Und das ist halt mit so einer dicken Sohle und ja, Plastik. Und dann kommen die Füße halt so durch. Und ich fand die eigentlich ganz lustig. Und für 5 Euro habe ich mir die dann mitgenommen. Hier oben ist dann halt so ein Ding. Sind ein bisschen ungemütlich, muss ich sagen, weil die sehr hart sind. Das heißt, der Fuß kann sich nicht richtig abrollen. Und ja, und dann zieht das halt die ganze Zeit hier hinten so dran. Das ist ein bisschen doof, dass die das so mega hart gemacht haben. Die ziehe ich sowieso nur an, wenn ich so ein bisschen chillermäßig rumlaufe. Auch für 5 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Und dann habe ich einmal. Ah, ich habe was vergessen. Die hole ich jetzt noch gleich. Moment. So, die habe ich mir noch gekauft. Und die waren vorher für 19 Euro. Da fand ich die ja auch schon toll, ja. Oh, ich bin ein bisschen außer Puste. Ich bin gerade runtergerannt. Ja, auf jeden Fall, die gab es auch, die waren ursprünglich für 19 Euro und dann waren die auf 10 Euro reduziert. Und da habe ich die mir mitgenommen und fragt mich nicht, warum, ich habe Größe 38 genommen, die sind mir viel zu groß. Und ja, aber natürlich reiße ich vorher alle Etiketten ab und laufe damit rum und merke dann so, oh, die sind mir doch zu groß. Und dann habe ich mir ein Oberteil gekauft, auch im Sale natürlich, dieses hier. Und es ist auch länger. Hinten länger als vorne und es ist komplett transparent. Und hinten ist es schwarz, aber auch transparent. So. Und das war für 10 Euro, glaube ich. Und ja, so sieht das aus. Und dazu, das habe ich auch auf dem YouTuber-Treffen angezogen oder angehabt, habe ich so einen langen Rock angehabt.
den hier. Und ja, der hat so einen Unterrock, der geht so, hier hört der auf. Und dann ist es so, ja, es ist transparent, aber nicht so krass transparent wie die anderen Röcke. Und es hat an der Seite so einen Schlitz. Und ja, das hatte ich dann halt mit dem Oberteil an. Hab das Oberteil so reingestopft und hatte dann noch so einen Gürtel mit Gold dran. Dieses Hemd gekauft, das ist in der Größe XL. Das gab es für 10 Euro oder 15 Euro. Ich weiß nicht mehr, bei H&M. Das hing irgendwo. Und das ist so ein ganz, ganz weites... Moment. Das ist so ein ganz, ganz weites, fluffiges Oberteil. Und ja, ich habe das jetzt einfach nur gekauft, weil es total chillig ist. Dieses Hemd ist ja echt so... Ja, so Streicher-Outfit, finde ich. Ne? Es fehlen noch so weiße Flecken irgendwie und man würde meinen, ich würde jetzt renovieren. Was für eine geile Umleitung. Denn ich möchte ja mein Zimmer renovieren. Wir sind ja umgezogen, habe nur meine Sachen reingestellt und das war's. Ich habe ja nichts großartig gemacht. Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier langsam... Ich kann nicht... Seht ihr das im Spiegel? Da spiegelt sich meine Lampe. Ich hatte so lange nur eine nackte Glühbirne. Also... dass ich meine Lampe da hängen habe, also hallo. Und ja, ich möchte meine Wand streichen, da wo mein Fernseher dann auch irgendwann mal hängen wird. Und darunter ist mein Schminktisch. Und da möchte ich das ein bisschen dunkler streichen. Und zwar in der Farbe Cappuccino. Ja, ich zeige euch jetzt Farbtöpfe, geil, oder? Mein Haul, das ist so eine Farbe. Und das möchte ich halt an einer Wand streichen. Das ist übrigens so Raumcolor Cappuccino. Hat 10 Euro gekostet, glaube ich. Sind 5 Liter. Und hier die Seite, wo das Fenster mit der Gardine und hier mit dem Sofa. Ihr seht das ja immer. Kann ich euch das... Ne, Moment. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, auf jeden Fall hier hinter euch ist ein Fenster. Und diese Seite, hier diese Wand, möchte ich dann ein bisschen heller streichen. Und das ist dann die Farbe Café au lait. So, die ist so ein bisschen milchiger, aber trotzdem hat es eine Farbe. So, da möchte ich jetzt in der nächsten Zeit irgendwann mal meine Wand streichen. Und dann passt das Outfit. Und da möchte ich meinen Fernseher aufhängen und darunter halt meinen Schminktisch. Den ich mir jetzt auch... Ich habe hier den kleinen Malm-Schminktisch in Schwarz und wollte aber immer diesen ganz großen haben, den es leider nicht mehr bei Ikea gibt. Und da habe ich bei eBay die ganze Zeit rumgeguckt und ich habe den dann gefunden. Und das war auch irgendwo in der Nähe von uns. Das muss man ja natürlich selber abholen. Und ich mit meinem Mini hingefahren. Und der Typ guckt so und meinte, das wird nicht passen. Und ich so, das wird passen. Und er so, das wird nicht passen, weil das ist so 1,90 Meter langer Tisch. Und der meinte so, nee, das wird nicht passen. Und ich so, das wird passen. Ja, weißt du, so, wenn eine Frau ihren Schminktisch haben will, dann wird alles gemacht, dass es ins Auto reinpasst. Und es hat gepasst. Das zeige ich euch jetzt. So, das ist der Tisch, denn der steht jetzt noch draußen im Flur. Und ja, das ist der Schminktisch. Da stehen jetzt so ein paar Bücher von meiner Mutter. Und das ist dann halt der Inhalt. Und das ist ja dann immer so in... 4 Dinge aufgeteilt. Ja, und den möchte ich erstmal... Oh Gott, ich wäre jetzt fast die Treppen rückwärts runtergefallen. Und den würde ich dann gerne halt in mein Zimmer endlich mal reinstellen. So. Ja, und auf jeden Fall, wenn das dann alles fertig ist, dann kann ich auch den Tisch wieder rein... Also dann kann ich den Tisch hier aufstellen und den kleinen Tisch. Mal gucken, was ich mit dem mache, weil ich habe ja noch den kleinen Malmtisch. Und ja, dann kann ich auch irgendwann mal meine Schminke auch komplett reintun, weil die ist immer noch in Kulturbeutel und in Kästen, Umzugskästen. Und ich weiß teilweise gar nicht, was aus der ganzen Schminke geworden ist, die ich habe. Und ja, dann kann ich das endlich mal alles reintun. Und dann könnte ich dann auch mal, viele haben ja gesagt, dass ich eine Roomtour mache. Dann könnte ich, wenn das mal so langsam fertig wird hier in meinem Zimmer, dann kann ich auch endlich mal die Roomtour machen und Schminkaufbewahrung und Pipapo. Also es kommt dann auch alles, wenn dann tatsächlich irgendwann mal alles fertig ist. Ne? Dann war ich bei Real und habe das hier gefunden. Das spiegelt sich. Das ist komplett aus Spiegel. Und das hat dann halt so Schubladen. Das ist einmal im Zweier, einmal
mit einem Dreier hier. Und ja, auch alles mit einer Schublade. Und ich glaube, das sieht ganz schick aus, wenn man das dann so auf den Tisch stellt. Und ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, auf jeden Fall wird jetzt hier ein bisschen, irgendwann, wenn ich wirklich mal Zeit habe, wird hier ein bisschen renoviert. Und ich hoffe, dass ich dann euch mal bald mein Zimmer zeigen kann. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen meinem chaotischen Haul, wo vom Renovierung bis zur Renovierung in der Fresse alles dabei war. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Das hat sich so ein bisschen angeläppert. Das sind diese. Angeläppert. Gibt's das Wort? So. Sehr schön. Dann war ich bei IKEA. Nee, Moment. Warte. Dann war ich... Ich bin gerade durch den Regen und durch den Wind meines... Weiß ich nicht was. Ich dachte, ich fliege gleich weg. Ja, also für Contouring. So, dann hatte ich, ich kann heute nicht reden. Oh, das war anstrengend.